Die Milch kommt von der Kuh. Das wissen die Fünftklässler der Friedensschule zwar, doch dass Melken alles andere als einfach ist, hätten sie nicht gedacht. An einem Gummiäuter dürfen sie ihr Glück versuchen. Ist das Melken sehr schwierig? Ja, eigentlich schon. Hättest du das gedacht? Nein, ich hätte es leichter gedacht. Was muss man denn da machen? Man muss einfach hier die Zitze nehmen und dann einfach nur drücken. Und dann kommt Wasser raus, eigentlich Milch. Im Speiseraum der Schule ist ein sogenannter Lernzirkel aufgebaut. An 8 verschiedenen Stationen stehen Materialien zur Verfügung, um das Wissen rund um die Milch zu vermitteln. Neben dem Weg des Molkeerzeugnisses vom Bauernhof in den Kühlschrank lernen die Kinder auch, wie und warum Milch wärmebehandelt und homogenisiert wird. Weiter müssen sie sich mit den Inhaltsstoffen und dem Calciumgehalt verschiedenster Produkte auseinandersetzen. Mithilfe eines Lückentextes können sie ihr erworbenes Wissen testen. Wie wichtig das Nahrungsmittel ist, weiß man auch im Europäischen Parlament. Seit über 30 Jahren erhalten die Schulen Zuschüsse der EU, um die Versorgung der Kinder mit Milchprodukten zu gewährleisten. Zu einer gesunden Ernährung gehört eben auch die Milch. Milch enthält viele Nährstoffe, auch Vitamine. Milch ist ein Fitmacher, hilft auch wirklich, dass die Knochen gut erhalten bleiben durch das Calcium. Und darüber sollen die Kinder aufgeklärt werden. Und das ist auch notwendig, denn Milch rangiert bei den Lieblingsgetränken der Kinder keineswegs auf Platz 1. Milch ist in Konkurrenz, steht in Konkurrenz zu Apfelsaft, zu anderen Mixgetränken, zum Tee, Eistee und so weiter. Und das Problem ist, dass viele dieser billigen, preiswerten Alternativen viel, viel Zucker haben. Und das führt wieder zu Ernährungsproblemen, Ernährungsfehlern. Und aus dem Grund glauben wir, dass wir die Milch wieder forcieren müssen. Der Aktionstag Schulmilch hat dazu beigetragen. An der letzten Station dürfen die Schüler die unterschiedlichen Milchsorten probieren, um sich so für den restlichen Tag zu stärken.